Warte nur auf Ohrensack. Das Warten hat ein Ende. Am Sonntag startet unsere U23 in die neue Saison der Regionalliga Südwest. Mach jetzt ein Video von mir raus. Durchweg gelöste und erwartungsfrohe Stimmung bei Hoffe 2 auf dem Trainingsgelände in Zutzenhausen vor dem Auftakt. Spaß vorbei. Ernst beginnt. Unsere Stimmung ist wirklich richtig gut. Da hat das Trainingslager natürlich sein Übriges getan. Wir hatten in Bad Wörishofen hatten wir wirklich Top-Bedingungen, wo wir super arbeiten konnten. Hat auch richtig Spaß gemacht. Haben wir viele Trainingseinheiten gehabt, haben uns auch bewusst gegen ein Spiel entschieden, sondern haben als Gruppe zusammengearbeitet und das ist uns ganz gut gelungen. Die Jungs haben dann abends kaum an ihrem Handy gesessen. Ne? Ab und an mal die Freundin musste dann pflichtmäßig angerufen werden, aber grundsätzlich waren wir wirklich mit Schachspielen und Kartenspielen beschäftigt und das war cool zu beobachten auf jeden Fall. Ich finde die Stimmung top bisher. Wir haben einen guten Mix. Wir haben auch viele junge Spieler jetzt neu dazu bekommen. Klar kommen von den Profis immer mal wieder ein paar runter, aber ich glaube, dass wir die gut aufnehmen und die sich auch immer gut eingefunden haben bei uns. Wohlfühlgefühl und gute Laune trotz oder gerade wegen eines großen Kaders. Nicht immer üblich. Aber in diesem Fall sicherlich auch das Resultat der positiven Testspielergebnisse in der Vorbereitung. Wir haben eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gespielt bisher. War relativ intensiv, wir hatten viele Trainingseinheiten, standen teilweise auch echt lang auf dem Platz. Auch wenn wir dann zweimal trainiert haben am Tag, hat sich das dann schon gezogen. Wir sind morgens um 9 hierher gekommen, abends um 18 Uhr wieder nach Hause. Ist schon fast wie ein normaler Arbeitstag. Aber ich glaube, wir haben intensiv gearbeitet, wir sind alle topfit und wir freuen uns jetzt, dass die Saison beginnt. Ja, die Vorbereitung lief ganz gut. Wir sind jetzt gute 5 Wochen dran. Zwischendurch hat man schon gemerkt, dass die Jungs ein bisschen müde waren, aber ich glaube, jetzt zum Wochenende haben wir zum ersten Mal ein bisschen Frische im Spiel gehabt. So soll es sein. Am Wochenende dann gegen Hessen-Kassel, erstes Punktspiel. Ja, ich habe schon richtig Bock, die Jungs auch und wir hoffen, dass wir die gute Form aus der Vorbereitung mitnehmen können. Mit einer Bilanz von 4 Siegen und einem Unentschieden im Juli formuliert das Team dann auch dementsprechend ambitioniert sein Saisonziel. Unser Ziel, das hast du schon schön gesagt, wir haben mit den Jungs ja auch zusammengesessen, auch im Trainingslager. Wir haben gesagt, einstellige Tabellenplatz wollen wir auf jeden Fall erreichen. Nach Platz 16 und Platz 13 ist da ein bisschen Luft nach oben, aber ich glaube, die Jungs sind gut drauf. Und ja, wir haben natürlich ein richtiges Brett zum Start, also wirklich viele richtig gute Gegner zu beginnen. Aber ich glaube, wenn wir gut in die Saison reinstarten, ist das auf jeden Fall auch möglich. Wir wollen auf jeden Fall besser abschneiden als die letzten Jahre. Wir haben uns als Ziel genommen, die beste U23 der letzten 5 Jahre zu sein. Das wäre dann, ich glaube, Platz 8 oder besser. Der Weg dorthin ist zwar noch lang, den ersten Schritt zur Realisierung dieses Vorhabens möchte Hoffe 2 jedoch bereits im ersten Heimspiel am Sonntag gehen. Um 14 Uhr ist Anpfiff im Dietmar-Hopp-Stadion gegen den KSV. Hessen-Kassel kenne ich noch aus dem letzten Jahr gut. Das ist eine ältere Mannschaft, die haben viel Erfahrung drin und sind auch auf jeden Fall aggressiv. Ich glaube, zum ersten Spiel wird es ein ekliger Gegner, der da auch schwierig sein wird zu bespielen, aber schauen wir mal. Wir haben auch eine gute Vorbereitung gespielt, gegen Wuppertal 5-1 gewonnen, Jena geschlagen 3-1, die jetzt ja nur ganz knapp im DFB-Pokal rausgeflogen sind. Es wird uns auf jeden Fall ein Gegner, eine richtige Männermannschaft erwarten, die mit den Messern zwischen den Zehen auf uns zurollen werden. Und ja, da halt, gilt es halt für uns, volles Brett dagegen zu halten, aber so wie ich die Jungs bis jetzt kennengelernt habe, wird das nicht das Problem sein. Mach ihn, mach ihn! Oh! Ja!